schmerzen. Ja, das war schon sehr, sehr geil mit dem Chorgeweihten. Der Typ ist Das, so der, der, klasse, also ich der, musste der Typ ist halt. ununterbrochen lachen. Das ist einfach was ganz anderes als Dünar. Dünar ist halt so ein cooler Söldner, der halt gut kämpfen kann und der jetzt sein Der ist Heil halt. im Kampf gegen Belhalapaktira und Echsen sucht und das im maraskanischen Dschungel. Das ist einfach auch komplett durch, diese Szene, ne? Aber wenn Büsrabul jetzt schon geweiht ist und das seit einer Zeit und. Ja, Büsrabul ist halt guter Kampf und Dünar war halt eher gutes Blut oder eine Mischung aus beidem. Gutes Gold, Gutes ja. Gold, so rum. Genau, gutes Ja, Gold und also er ist der gutes Typ ist Kampf. halt der knallharte Mystiker, also. Ich hab voll Bock, den auszuspielen, aber ja, gut. Na, jetzt ist er tot. Geästet. Der wird da reinrennen und wird sterben und ich werde ihn nicht aufhalten. Der wird da reinrennen und der wird das Viech umkloppen. Klar kloppt er das um, Mann. Das ist halt nur ein Krakenmolch. Erstens, das ist nur ein Krakenmolch und der Typ hat wahrscheinlich gefühlt 300.000 AP oder so. Ja, das Ding hat aber auch gefühlt 10 Attacken. Das ist dem egal, der hält 10-mal gegen. Er kann nichts immer gegenhalten, er hat nur zwei Paraden, hat drei Er vielleicht. kann Bist du dir das. sicher, dass er nur zwei Paraden hat? Bist du dir da ganz sicher? Ich Das bin ist mir sicher, dass er nicht mehr als drei hat. euer Der Typ schreit Gnadenblutschluck. zweimal, nimmt den schwarzen Speer und rammt den dem Krakenmolch ins Hirn. Vor allem, hier steht auch extra drin, dass er noch sich mit einer Flasche Rum bewaffnet. Das heißt, er benutzt generell seine Parade, um Rum zu trinken. Als coole Aktion. Coole Aktion, rumtrinken und dann zwei Attacken oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an im Jahr des Feuers auf dem Turnier mit dem schwarzen Ritter. Also ich habe es halt geschafft, irgendwie Nicht sagen, in ja, ich will die Szene, dass ich will, dass Yalan das spielt. Ja, Aber bis dahin muss ich besser werden, Jahr des Feuers machen wir noch, wenn Weißt blutige See fertig ist und dann du? soll Weißt du, Yalan gegen den schwarzen Ritter kämpfen. mehr auch gar nicht zum Plot. Auf jeden Fall schaffte ich es, ihn zu kritten. Und sagte zum Meister halt, ja, seine Parade ist serviert und mein Meister guckt mich an, er pariert nicht. Mit so einem starrenden Blick, So gut, ey. Geil. Er Aber pariert nicht. so total überzeugt mit so einem Blick, er hat es nicht nötig, dich zu parieren. Ja, ich find das auch nur so geil, wenn dann irgendwie sowas kommt wie Gegenhalten. Ich schlag halt auch selber zu. Halber Schaden, ist mir egal, Hauptsache ich mach Schaden. Das, Es nicht, wäre das nicht mal das, Einzige. einfach so, er hält es nicht für nötig, deinen Crit zu parieren. Okay. Also ganz ehrlich, Also, das das sind drei Einzige, wie ich Wunden, den er Typen nimmt hätte, keine Wunden. das Einzige, wie ich den Drecks-Captain hätte besiegen können, wäre halt alles gegenhalten und hoffen, dass ich mehr Schaden rausdrücke, als er mir machen kann. Aber ich hatte Angst vor dem Todesstoß. Ja, vor allem Also, die ich muss Initiative ganz hätte ja ehrlich. auch irgendwie draufgerechnet werden müssen, oder? Beim Gegenhalten. Das heißt, du hättest immer verloren. Können wir erstmal kurz die Nachbesprechung machen und Ja, dann machen wir sagen wir gleich. noch Ich was. hatte letztes Mal noch mit Wascha diskutiert, beziehungsweise mit Scuffy. Diesen Legionär von Jakmonit, klar, ihr seid mit 13 Leuten auf zwei eingestürmt, beziehungsweise dann auf ihn selber. Natürlich war das irgendwie unfair, aber so retrospektiv, Wascha hat das Einzige gemacht, was ihn besiegt hat. Und das ist kein Schaden, sondern sie hat einfach im Raufen-Nahkampf hat sie seine Initiative gesenkt bis auf null. Das ist das Einzige, wie du den Tod kriegst, wenn du ihm halt irgendwie Schaden drückst oder sowas. Das interessiert ihn nicht, das regeneriert er alles. Der hat 2W6 Regeneration pro Kampfrunde. Jetzt mal rein Und er theoretisch. kann nicht sterben, er kann nicht sterben, er muss nicht parieren, er drückt dir eine nach der anderen. Und Was Wascha hat ist? einfach die Ini gesenkt. Das ist so genial gewesen, das ist mir halt hinterher erst klar geworden. Was ist, wenn unser lieber Chorgeweihter auf so ein Ding trifft, dann hier die neuen Streiche macht und dann den neunten Streich zu einem Hammerschlag und dann seine 300 Schaden macht? Ja, er kann halt mit einer nicht magischen Waffe kann er nicht mehr als 8 Schaden anrichten. Das ist aber egal, weil der Chorspieß des Chorgeweihten vermutlich geweiht ist. Ja, aber er ist nicht Und er magisch. macht Ach auch so. noch doppelten Schaden Er ist gegen. nicht magisch. Du kannst mit einer nicht magischen Waffe nicht mehr als 8 TP machen oder RSP machen. Aber kannst du nicht den Dämon innen drin auch noch hauen? Aber jetzt kannst du nicht mehr als 8 Schaden Was machen. ist mit dem zerschmetternden Bannstrahl? Aber jetzt kannst du nicht mehr als 8 Schaden machen mit einer normalen Waffe. Weil Das ist die Regel für den Xeran Xanthelunan. cheatet, ganz einfach. Ja, Das ist also das genauso. ist halt die Regel. Ja, aber mindestens eine Rondra bzw. Korgaweihte Waffe sollte da durchgehen. Laut Bist du Regeln dir nicht. sicher, du kannst Dämonen eine Dann sind die Immunität Regeln, gegen dann sind Geweih die Regeln. Doof, Freund. Xeran ist ein harter Paktierer. Ich bin mir sicher, als der die Viecher erschaffen hat, hat der denen irgendwie sowas wie Schutz vor göttlichem Wirken Also mitgegeben. es kann halt sein, dass du mit Rondra-geweihten Waffen den doppelten Schaden drückst, das ist okay, würde ich zugestehen, aber bei Core ist es halt mal was anderes. Ach, ihr Core ist redet der gerade von Erstenor. Wer irgendwelchen ist denn die Monstern. Gegenpartei von Core? Gibt es Ist nicht. keine. Core steht in der Mitte, das ist genauso nah wie Rondra, wie Belalhar, also.
Was wäre denn mit dem zerschmetternden Bandstrahl? Würde der nicht kurz einen Prozess machen? Das müsste ich mir dann überlegen, aber das ist halt auch eine Liturgie Grad 5 oder so. Ich hatte überlegt, ob ich die raushaue mit dem Inquisitor. Ich hatte Wascher oder Scuffy auch hat erzählt, dass wenn ihr den nicht zu Fall gebracht hättet, ich hätte jetzt den Inquisitor, hätte ich da drauf gehen lassen bei dem Legionär von Jakmonit. Der wäre dann umgekommen, wenn er ein paar Kampfrunden später gekommen wäre. Gut, fertig. Darf ich einfach mal auf einer OT-Ebene anmerken, dass die Tatsache, dass alle das Schwert haben wollen, eigentlich in Lech Time ist total korrekt ist? Ich wollte gerade sagen, es ist halt ein dämonisches Endurium-Schwert, so. Das übt halt auch Einfluss auf Charaktere aus, ohne dass sie es mitbekommen. Und deswegen wollen es halt auch in-game alle Leute haben. Nein, ich will den anderen die Würde abnehmen. Die Sache ist halt, Ragnar will einfach nur das Schwert verkaufen, der will das Schwert nicht selbst behalten. Ja, hast du das Schwert mal gefragt, was es davon hält? Ja, weißt du, ich finde es bestimmt geil, wenn es irgendein so ein Schrittrott-Faktor verkauft wird. Der will nicht, dass es jemand anders hat. Ja, bist du irgend so ein Moog. Ja, dann verkaufst es und dann wird er von der nächsten Heldengruppe umgehauen. Vermutlich dieser komische Krakonia-Paktierer da, der auf seinem Hai reitet. Wow, das ist ja so albern, das könnte tatsächlich funktionieren. Klar, es gibt auch Hai-Reiter. Hai-reitender Krakonia-Paktierer mit einem Endurium-Schwert ist in der nächsten DSA-5-Plot. Ich habe gehört, das passt da rein. Was ich noch sagen wollte, ich fand es so geil, wie du Möria angehst und sie haut den Typen dann einfach kaputt. Man braucht nicht mal Spieler um sich, um seine Drohung zu feiern. Frosty, ich möchte jetzt schon mal beantragen, dass ich einen Gastauftritt bekomme am Ende von Bahamuts Ruf, wenn die Helden Dinge tun sollten. Achso, Paligan oder was? Ja. Das dauert ja noch, ich weiß nicht. Ich will ja noch Jahr des Feuers. Geht ums Prinzip. Aber wie willst du Jahr des Feuers leiten? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Hm, wieso? Weil Barbara ist doch schon weg. Ja, das Jahr des Feuers ist 1027. Das ist Galotta, ne? Galotta. Ja. Ah, ja. Galotta und Rassasur. Ja, also ich habe lange nichts mehr mit DSR zu tun gehabt. Also ich habe die nächsten 3 Jahre nichts vor. nur Jahr des Feuers oder auch Kreise der Verdammnis? Also die Vorantologie. Also wie gesagt, ich leite jetzt über in eine Sandbox, wenn das mit der Blutigen See fertig ist. Wenn die meinen, sie müssen auf dem Meer rumspielen, dann machen wir auf dem Meer. Wenn sie meinen, sie müssen irgendwie nach Tobrien rein und Mendena befreien, dann machen wir Mendena. Wenn sie meinen, sie müssen nach Yol-Gurmak, dann machen wir Kreise der Verdammnis. Wenn sie meinen, sie müssen Wahrung befreien, dann versuchen wir es in Wahrung. Und irgendwann sage ich dann, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll, wir springen jetzt 2 Jahre. Ihr habt jetzt 2 Jahre Heldtaten gemacht irgendwo. In Kuntium haben sie ja noch ein Kontor. Können meinetwegen auch noch nach Maraskan rein. Also wie gesagt, das ist eine offene Sandbox. Euch steht das quasi alles irgendwie offen. Und 1027 geht dann ja das Feuer ist los. Und dann kommt dann Dexter Nemrod und sagt, hier, wie sieht es denn aus? Habt ihr Bock, uns zu helfen? Und dann überlege ich mir, was wir dazwischen machen. Und dann kommt Schlacht der Drei Kaiser. Und nach Schlacht der Drei Kaiser kommt dann der Unersättliche mit Xeran. Und dann, ja, dann leite ich halt über ins Finale. Jungs, dann geht mal vorher nach Gareth, um Kreise der Verdammnis anzufangen. Weil starke Mini-Kampagne. Da war dann nochmal hier der dritte Kaiser. Also Anzwin, Brin war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt? Nee. Keine Ahnung. Anzwin, Rohaya und Hal. Hal war? Kaiser Hal ist vor Brin. War das nicht Assi irgendwie ein Mädel, das geheim gehalten worden ist? Vor allem war Brin ja nicht Kaiser, Brin war Reichsverhüter. Ja, genau. Genau, Hal ist ja nicht gestorben, sondern verschwunden und dann hat Brin hat gesagt, ja okay, solange das nicht geklärt ist, bin ich nur Bewahrer. Und der wurde dann halt von Galotta 1020 umgebracht, so, ey, super große Schlacht und jetzt geht's gleich los und ich halte diese Ansprache. Plopp, Galotta ist da, plopp, Brin ist tot, plopp, Galotta ist wieder weg. Ja, alles klar, wir haben keinen Anführer mehr. Ja, aber dann habe ich noch eine andere Frage, wenn Rohaya, welche Rohaya jetzt? Weil die jetzige kann es ja nicht sein. Doch! Wie? Ja. Die ist doch irgendwie, keine Ahnung, 36 oder so erst. 26 oder so, oder nicht? Ja, dann ist sie 26. Aktuell ist Ema Kaiserin. Ema ist auch Reichsbehüterin. Ja, meine ich. Also Brin ist tot und Ema ist die Frau von Brin. Und Rohaya ist die Tochter von beiden. Richtig, Rohaya ist designierte Kaiserin. Okay. Glaube ich. So, also ich check gar nichts gerade, aber hey. Ach, richtig. Rohaya kann nicht Kaiserin werden. Rohaya kann noch nicht Kaiserin werden, weil nur Kerle Kaiser werden dürfen. Das muss erst geändert werden.
Jetzt und wer ist momentan hatte in der Brin Erbfolge? Geändert. Im Moment gibt es keine Erbfolge. Das hatte Brin schon geändert. Im Moment gibt es, glaube ich, noch irgendwo Celindian Hall. Nein, das hat Brin nicht geändert. Das wird erst nach dem Jahr. Ja, Celindian Hall wohnt in Punin. Celindian Hall ist der Sohn von den beiden, aber der ist zu jung und deswegen hieß es, dass die weibliche Thronfolgerin darf, auch weil sie älter ist. Ja, und Hall wird jetzt ja irgendwie verrückt. Das ist, glaube ich, noch nicht festgelegt. Und Hall wird doch irgendwie verrückt. Irgendwie jetzt bei den... Entrückt. Hall ist schon immer verrückt. Hall ist schon immer verrückt. Kaiser Hall wird von den Göttern entrückt und er kommt dann wieder von den Göttern an. Ja, aber dann hat er doch irgendwie da mit den Orks hat er Probleme, oder nicht? Also sind die ja nicht. Sag mal, ich kann meine Konstitution nicht zufällig in Mut umtauschen. Nee. Jetzt.